Hallo alle miteinander, ich hätte hier endlich meine Wundertüte, die ich aus dem Run Store Soling habe. Und natürlich muss ich erstmal alles kaputt machen. Oh Gott. Freue mich ungemein. Zunächst einmal, ja, die von Düsseldorf hat unglaublich lange auf sich warten lassen. Besonders wenn man bedenkt, wie lange ich für die Bearbeitung gebraucht habe. Das ist wirklich nicht mehr witzig. Zunächst hätte ich hier zwei Bonbons sowie einen Button mit einer ganz knuffigen Fledermaus, die eine Tomate verspeist. Finde ich ja mega knuffig von der Idee her. Zudem einen kleinen Anhänger bzw. Klöckchen. Ich schätze mal, das ist ein Shiba Inu. Zumindest definitiv ein Hund. Auch wieder sehr knuffig von der Idee her. Dann hätte ich hier nochmal vier Lesezeichen. Zwei gehören zu den Todessünden. Envy und Sloth. Ich schätze, am liebsten hätte ich wahrscheinlich, wenn ich die Wahl hätte, Creed und ja, Pride gehabt. Eine super, super süße Motte. Man kann mich mit denen jagen. Ich habe so einen großen Ekel vor Motten, aber. Das ist die erste, die ich niedlich finde. Die altbekannten Küken. Da habe ich ja schon das ein oder andere von. Dann hätte ich hier nochmal ein paar Postkarten. Das Thema zieht sich anscheinend. Finde ich aber richtig gut. Ich schätze, das sind die Namen der anderen Charaktere. Mein Favorit ist derzeit diese Postkarte. How to be a Sin, das ist so knuffig. Da kann man sagen, was man will. Die besitze ich bereits und ich schätze auch die letzte. Aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.